Hey Leutchens und willkommen in Kapitel 13. Ja, Sektor 7 ist eingestürzt auf die Slums. Und ja, gucken, wie es weitergeht. Bin gespannt. Da sind wir wieder. Hey! Wo seid ihr? Barrett? Das war doch seine Stimme. Ja, war's. Komm schon! Antwortet zusammen. Mir! Eins, zwei... Lenchen! Lenchen! Malina! Bix! Wedge! Jesse! So ein Scheiß! Das ist alles unsere Schuld. Nein, ist es nicht, Tifa. Das ist ein Verbrechen mehr, das auf Shinras Kappe geht. Etwa nicht? Diese Wut darfst du nicht vergessen. Hörst du? Barrett. Marlene geht's gut. Was? Hat Aerys doch gesagt. Aerys? Das Mädchen, das Sie mitgenommen haben? Ja, genau. Und woher weiß sie? Ich hatte sie geschickt, damit sie Marlene rettet. Ist das wahr? Wirklich? Wo willst du hin? Okay. So, wir müssen mal schauen. Ihn haben wir schon übelst lange nicht mehr dabei gehabt. Hat bestimmt sehr viele Punkte.
32, naja, gut. So, wir befinden uns, weiß gar nicht, wir benötigen hier 4. Das haben wir freigeschalten. Das nicht. Magische Attacken plus 6. Das ist jetzt das. Hier brauchen wir schon 6. Ich kann mich aber nicht entscheiden. Wir haben ja gar nichts. Okay, so bei der 4. Wir können ganz viel Dings erhöhen. Magische Attacken ganz viel. Weiß nicht, gibt es hier noch was? Okay, haben wir nicht mehr genug. So, mal schauen, was die anderen so machen. Die haben ja auch noch übelst viel. Da bin ich echt ein bisschen, ja, wie sagen wir, nicht so hinterher gewesen. Könnten hier eins nehmen, von da vorne eins oder hier fast 3. Ich bräuchte irgendwas, was die Punkte generell ganz toll erhöht. Hier haben wir 21. Wir könnten hier noch uns eins holen. Oder hier was. Wobei. Und hier reicht es nicht. Da fehlt ein Punkt. Ich bin mir aber hier nicht sicher, was wir einsetzen können, weil. Ich weiß nicht, was sich ausgerüstet hat gerade eben. Aber. Wind. Gut, lassen wir das erstmal an der Stelle und ja. Okay, die sind alle voll, das ist gut. Und wir gucken uns mal weiter um, beziehungsweise mal schauen, wo es hier lang geht. Zu Aris Haus, in Sektor 5. Wartet Marlene dort? Dort Nein. oder nirgendwo. Oh. Sag doch einfach ja! Schenk mir etwas Hoffnung! Selbst wenn wir sie doch nicht dort finden.
Tut mir leid, meine Nerven liegen vollkommen blank. Tifa, was weißt du über das alte Volk? Ehrlich gesagt nicht wirklich viel. Kommt auf den Büchern über den Planeten vor. Das Volk, das diesen Planeten besiedelt hat. Angeblich konnten sie mit ihm reden. Darum haben die Turks es also auf Eris abgesehen. Auch in mir fließt das Blut des alten Volkes. Ich bin der wahre Erbe dieses Planeten. Und wieder warst du zu schwach. Aber der Verlust macht dich stärker. Du willst doch stark sein. Was ist los? Alles okay. Schnell weiter. Okay, jetzt. Kommen die hier. Halt. Schleichen wir vorbei. Hey, wir sollten jetzt auf Beute zurückgehen. Was machen die Kerle hier? Ihre Arbeit. Du musst jetzt an Marlene denken. Reiß dich zusammen. Ruhig, Kleiner. Schön ruhig bleiben. Ich muss sie suchen. Ich muss Jesse und die anderen finden. Wie? Das ist im Moment das Einzige, was ich tun kann. Cloud, hilfst du mir später bei der Suche? Ja. Okay, komm, weitergehen. Na gut. Und dann sehen wir es jetzt mal, als wir die andere Richtung gegangen sind. Haben wir ja die Abkürzung genommen. Sieht jetzt nicht mehr so aus wie eine Abkürzung. Eher wie eine Verlängerung. Hier durch ging es, glaube ich, damals. Und so ruckzuck sind wir schon da. Kann so leicht sein. Randgebiet. Noch ein Stück. Lauf schneller! Heb die Füße an! Oh. Gib halt das Tempo vor. Ich will mir gar nicht Sorry. Müssen wir einmal schauen? Wobei ich mich gerade wieder verlaufe. Hier vorne war der Typ. Wir haben doch. Hallo Cloud! Schön, dich wohl aufzusehen. Lass uns neue Materia finden, um diese Situation zu überwinden. Habe ich nichts da, was hier irgendwie den hilft? Schade, ich dachte. Cloud, ich habe eine neue Hypothese.
Und ich hoffe, du kannst mir helfen, die notwendigen Daten dafür zu sammeln. Ich bin dir jedes Mal sehr dankbar für deine Unterstützung. Weißt du, warum das nicht vorher gemacht haben? Ich konnte wieder neue Materia entwickeln. Wir haben gerade nachgeschaut, gab's nichts. Feines Können. Ich freue mich auf weitere Daten zu meinen Kampfberichten. Ja. So. Jetzt hier hoch. Und dann müssten wir gleich am Haus da sein. Hier lang? Nein, nicht hier lang, aber hier lang meine ich. Sieht sehr schön aus, ja. Das ist das Haus. Marlene! Hilton! Wo ist sie? Wo ist Marlene? Barrett! Mein Name ist Barrett. Marlene ist meine Tochter. Also sie hat kurze Haare und ein Gesicht, so süß wie ein Engel. Ihre Kleidung... Rosa! Heute hatte sie was Rosanes an! Die Kleine schläft oben im Bett. Leise, sie schläft! Ob das nicht schon zu spät ist? Wollen wir auch hoch? Ich glaube, das würde mich beruhigen. Wehe, ihr weckt mir die Kleine auf. Am besten, ihr geht auch nach oben. Okay. Gerade dich aufwecken und jetzt geht nach oben, komm. Marlene, ein Glück. Du lebst. Aeris ist mit Shinra mitgegangen. Oh nein. Ich hatte Aeris zu Marlene geschickt. Ich war das. Obwohl wir uns kaum kannten, war sie so hilfsbereit. Ich habe sie in Gefahr gebracht. Euch trifft keine Schuld. Früher oder später wäre es ohnehin so gekommen. Wegen ihrer Herkunft. Richtig? Hat Aeris dir das erzählt? Dann muss sie dir wirklich vertraut haben. Ja, Aeris ist vom alten Volk. Sie ist die letzte Überlebende. Anders als ich. Ich bin nicht... Ihre leibliche Mutter. Es war vor 15 Jahren. Mein Mann war damals Soldat und an die Front geschickt worden. Er hatte mir in einem Brief geschrieben, dass er mich besuchen kommt. An jenem Tag wollte ich ihn am Bahnhof abholen. Aber ich wartete vergeblich auf meinen Mann. Ich hatte Angst, dass ihm was zugestoßen war. Aber redete mir ein, dass ihm nur der Urlaub gestrichen wurde. Also ging ich jeden Tag zum Bahnhof, um auf ihn zu warten.
Und eines Tages traf ich die beiden dort. Ich wusste nicht, ob sie vom Wallmarkt kamen oder ob sie von der Platte in die Slums ziehen mussten. Solche Menschen traf man hier gelegentlich. Bringen Sie Aeris in Sicherheit. Das waren die letzten Worte Ihrer Mutter. Ohne meinen Mann war ich genauso alleine wie Sie. Darum entschloss ich mich, Aeris mit zu mir nach Hause zu nehmen. Sie lebte sich schnell ein. Wir verstanden uns gut. Die Kleine war so ein Plappermaul. Sie hat mir alles erzählt. Dass sie mit ihrer Mutter aus einer Forschungseinrichtung geflohen war. Und dass die Seele ihrer Mutter zum Planeten zurückgekehrt wäre und sie sie deshalb nicht vermisst. Zurück zum Planeten. Wie es in den Büchern steht. Ich dachte, sie redet Unsinn und korrigierte sie, dass ihre Mutter jetzt im Himmel sei. Doch sie meinte, nein, in diesem Planeten. Ich dachte, sie hätte einfach nur zu viel Fantasie. Mama, du darfst nicht weinen. Das sagte Aeris aus heiterem Himmel. Als ich sie fragte, warum, sagte sie: Der Mensch, auf den du so sehnlich wartest, ist gestorben. Seine Seele war hier, um Abschied zu nehmen. Aber jetzt ist er zum Planeten zurückgekehrt. Ich wollte ihr nicht glauben. Doch dann, nur wenige Tage später, kam der Brief, dass mein Mann im Krieg gefallen sei. Und da wurde mir einiges klar. Trotz allem führten wir ein glückliches Leben. Bis eines Tages... Oh! Jaha! Nein! Geh weg! Aeris? Du bist ein ganz besonderes Kind. In dir fließt das Blut des alten Volks. Ich fragte ihn, was er meinte. Was das alte Volk denn sei. Das alte Volk wird uns zum verheißenen Land führen. Aeris ist der Schlüssel, um den Weg zu öffnen. Manche sagen, es sei nur ein Mythos. Etwas, das Mut machen soll. Doch wir glauben, dass die Schriften wahr sind. Alles, was in ihnen steht. Der Shinra-Konzern braucht jetzt unbedingt Aeris Hilfe. Du lügst! Ich bin nicht vom alten Volk! Wirklich, Aeris? Hast du noch nie Stimmen gehört? Obwohl eigentlich niemand da war? Hab ich nicht! Ich ahnte natürlich, dass das nicht stimmte. Denn... zu oft wusste Aeris Dinge, die sie gar nicht wissen konnte. Seltsam, dass die Turks Aeris nicht gleich verschleppt haben. Obwohl sie wussten, wo sie ist. Es ist wohl wichtig, dass sie ihnen freiwillig hilft und nicht gezwungen wird. Darum würden sie ihr nie etwas antun. Selbst jetzt, wo sie sie entführt haben. Bestimmt darf sie gehen, sobald Shinra keine Fragen mehr hat. Hoffen wir's. Halt! Wo willst du hin? Wirbel nicht unnötig Staub auf. Wenn ich jetzt auch noch Aeris verliere, hab ich niemanden mehr. Ich bitte dich. Cloud,
Aris Mutter könnte recht haben. Dass sie sie gehen lassen, wenn sie haben, was sie wollen. Wollen wir nicht noch abwarten, was passiert? Wir sollten zurück nach Sektor 7. Da wartet auch Arbeit. Und wir müssen noch nach der Bar sehen. Alles klar. Ob es da noch viel zu sehen gibt? Man weiß es nicht. Na gut, meine Freunde. An dieser Stelle machen wir Schluss. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, dann dürft ihr es gerne zeigen, indem ihr es kommentiert, abonniert und ganz viele Däumchen da lasst. In diesem Sinne, vielen lieben Dank. Genau. Bis zum nächsten Mal, Chris. Bye.